Jo, Panos, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Wir spielen heute gegen Hamburg und das zu Hause. Wir wollen gewinnen, denn wir müssen natürlich danach in der Champions League ran. Und deswegen bringen wir auch mal Kischner, der sich schon in einem Punkt verbessert hat, auch rein. Damit Kostic mal ein bisschen Pause bekommt. Ginczek darf auch mal raus, dafür kommt mal Traoré rein, der sich auf eine 78 verstärkt hat. Aber wir nehmen natürlich Ginczek mit auf die Bank, ist ja klar. Denn sonst hätten wir ja keinen, den wir noch irgendwie auswechseln können oder sonstiges, wenn mal Traoré wieder Scheiße baut. Also diesmal ein ganz neuer Angriff. So haben wir noch nie einen Angriff gehabt. Mal sehen, wie das wird. Und das gegen Hamburg. Danach steht Celtic an. Und wir wollen hier natürlich mit Selbstvertrauen gegen Celtic ran. So, Kischner. Kischner direkt mal mit ein paar Tricks, direkt mit dem Fail. Kann der den eigentlich nicht? Ach doch, den kann er doch. Okay. Warum konnte er den denn? Ach man, Insua. Warum konnte er den denn gerade nicht? Ha. Okay. Schwab. Ah, Lasogga. Okay, Rüdiger. Sakai. Ah, komm schon. Holt euch den Ball wieder. Kommt schon, Jungs. Kleber. Traoré, komm. Ach, Mann. Diekmeyer. Ekdal. Tammy dabei. Komm schon. Wir brauchen den Ball. Geht doch. Okay, Traoré. Traoré. Traoré läuft. Legt den Ball weiter zu Kischner. Der läuft auch. Und Diekmeyer haut ihn um. Gibt den Einwurf. Insua. Ach, Diekmeyer. Okay, Ginter. Auf Guezzo. Guezzo legt den Ball auf niemanden weiter, weil wieder mal ein fucking Hamburger dazwischen ist. Das ist unglaublich. Die sind immer dazwischen. Müller. Einwurf und Insua auf Kischner. Okay, nice. Kischner verletzt. Jawohl. Kischner muss ausgewechselt werden nach 11 Minuten. Das gibt es nicht, ey. Kostic kommt rein. Ja, Kostic. So viel zu der Pause. Eieieiei. Das ist unglaublich. Den haben wir gerade neu gekauft. Und direkt fällt er aus. Beim ersten richtigen Spiel, wo er von Anfang an spielt. So, Insua. Guezzo. Und Maxim. So, vielleicht läuft es aber mit Kostic dann besser über die Seite. Müller. Müller. Jetzt drängt den doch mal da weg, Alter. Ich verstehe es echt nicht. Egal wie schnell der Gegner, also egal wie schnell meine Spieler sind. Jeder Abwehrspieler kommt noch hinten dran. Egal wie langsam der ist, das kann Mertesacker sein mit einer 30er in Schnelligkeit. Ja, und gleichzeitig Bakali mit 90 im Tempo. Aber wehe, mein Spieler hat 70 Tempo und der vom Gegner hat 90. Ne, dann ist der Gegner so viel schneller, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Langweck hält zum Glück, Alter. Und Alter, das ist einfach so, keine Ahnung. Das ist einfach sowas von beschissen. Wie soll denn so ein normales Spiel zustande kommen, wenn einfach der Computer in allen möglichen Dingen bevorzugt wird? Wenn der Computer einfach mal um einiges schneller sein kann als du, wenn es darauf ankommt, in der Verteidigung oder sonstiges und so weiter. Traoré, komm schon, den Ball kriegst du. Köpf ihn einfach mal rein. Ach, Mann. Adler wäre so weit draußen gewesen. Das wäre es einfach gewesen. Aber nein, stattdessen kriegen die hier wieder einen Angriff von, keine Ahnung was. Ach gut, Rüdiger. Bei FIFA hätte ich schon wieder glauben können, dass das ein FIFA, dass das ein Elfmeter ist. Maxim, nice. Bakali. Alter, Fakali kriegt noch nicht mal einmal einen Ball irgendwie geklärt oder so. Noch nicht mal eben ein bisschen näher gesetzt. Ich glaube irgendwie, es gibt keine Spieler, die zu mir passen. Es gibt keine Spieler, mit denen ich gut klarkomme, habe ich langsam das Gefühl. Traoré, Bakambu, Fakali, das sind alles so Käufe.
Gut, bei Bakali kann ich das jetzt nicht sagen und bei Kishna halt auch nicht, weil die beiden habe ich ja jetzt erst zwei Spiele. Das hier ist ja jetzt mein erstes Spiel mit ihm. So, also mit Bakali mein zweites. Mit Kishna wäre es ja mein erstes richtiges gewesen, aber das ging ja auch leider daneben. Aber echt bisher so, egal was für ein Spielertyp das war, Bakambu oder Traoré zum Beispiel, es ist egal, ich komme einfach nicht mit denen klar irgendwie. Alter. Okay, ihn so erklärt. Gentner. Ilišević. Und Sakai. Okay, Guezzo. Traoré. Traoré legt den Ball weiter zu. Kostic, Kostic. Traoré wieder. Jawohl. Jetzt mal ein guter Angriff. Ah, und dann ist da wieder irgendein Hamburger dazwischen. Das ist doch unglaublich. So, Gentner. Rüdiger, Kopfball. Wie dann? Alter! Das ist dreimal ein Hamburger dazwischen. Okay, aber was jetzt heute, aber trotzdem, das ist so unglaublich. Wie oft sage ich eigentlich, das ist doch unglaublich. Adler, jetzt auch wieder dazwischen. Rüdiger kriegt den Ball gegen Giroud nicht. Wieder ein Hamburger dazwischen gewesen. Alter! Lasogga jetzt in die. Cevic und Lasogga und jetzt gleich wird er den Ball. Guckt euch das an! Ein Lasogga ist natürlich so schnell. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, wer das da war, einem Flügelspieler. Schwab. Ich glaube, das war Schwab. Ich glaube, Schwab hat sogar die besseren Stats von der Schnelligkeit her. Alter. Oh, zur Halbzeit steht es 0-0 und ich habe keine Ahnung, wie das sein kann. Wie ist denn die Spielinfo? 50 zu 50 Ballbesitz. Okay, die ja auch mit mir angegriffen. Aber, Alter. Bei denen, das ist ja auch nicht mehr normal. Mit den Angriffen. Die flanken da einmal rein. Also die laufen erst einmal. Dann legen sie sich den Ball vor. Auf einmal aktiviert sich da der Turbo von den Spielern. Ja, bei mir nicht. Bei mir, ich lege mir den Ball vor. Und die Spieler werden langsamer. Und dann, keine Ahnung. Ach Gott. So, Rüdiger. Legt den Ball auf Maxim, Maxim. Maxim. Legt den Ball nach innen zu Gentner, Gentner. Jetzt schießt einfach mal. Giroud wieder dazwischen. Wieder ein Hamburger dazwischen. Okay. Was? Jetzt gegen die Einwurf? Haben die dich zuletzt berührt? Was war das denn jetzt? Alter! Der wirft auch alles für Hamburg. Diaz. Genauso unlogisch ist dieser Schiedsrichter hier jetzt gerade. Genauso unlogisch, wie dass es jedes Mal in jedem Spiel hier einfach verdammt nochmal regnet. Ich spiele immer im Schauer. Habe ich mal ein sonniges Spiel? Vielleicht ein einziges pro Saison. Vielleicht zwei pro Saison. Aber Deutschland ist doch nicht nur am Regnen. Wir haben Sommer. Und es regnet. Nur jeden Sonntag. Jeden Samstag, jeden Freitag. Das ist so. Alter. Das ist langsam echt deprimierend einfach. Gott, Bakali kommt schon. Okay. Schwab. Auf Bakali, Bakali auf Gentner, Gentner auf Schwab. Nice, jetzt kommen wir auch mal durch. Schwab, Schwab, Bakali und Kleber wieder dazwischen, Alter. Das ist unglaublich. Sogar dann kommt noch ein Abwehrspieler dazwischen. Sogar wenn ich 10.000 Mal hin und her passe. Sogar dann kommt ein Abwehrspieler dazwischen. Sogar da! Sogar auf der Linie! Sogar doppelt auf der Linie, das ist so. Okay, und jetzt ist natürlich Stieber da. Gerade erst eingewechselt und kontert uns direkt aus. Alles klar. Jetzt leckt es gerade auch noch. Nice. Das ist jetzt einfach das perfekte Spiel. So. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt wieder erholt. So. Okay, Kostic.
Traoré. Guezo. Ja. Ja, Kostic. Ja! Verdammte Scheiße, Alter. Kostic, 1-0. Endlich. Alter, das war eine Geburt. Oh, ja. So muss das. Alter. Endlich. Oh Gott. Okay. Jetzt sind wieder Bakambu und Ginchek drin für Traoré und Bakali. Ich brauche dazu nichts mehr sagen, glaube ich. Ich glaube, ich brauche dazu echt nichts mehr sagen. Außer, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll zum Verteidigen. Ich mache alles. Ich laufe auf die Spieler zu. Ich drücke B, ich drücke X. Ich drücke alles, was möglich ist. Ja. Aber nein, er will einfach nicht verteidigen. Und das kann doch nicht wahr sein, langsam. Warum schießt er? Ich habe passen gedrückt. Oh. Alter. Das ist unglaublich. Was? Ach, Mann. Jetzt kommt wieder dieses. Jetzt spielt der Gegner wieder auf Zeit. Oh Mann. Oder was kommt jetzt? Ja, komm, Müller. Gegen Kostic hast du keine Chance. So, endlich kann ich auch mal jemanden wegdrängen. Ginter auf Schwab. Okay, Guezzo. Ginchek. Gentner. Das ist doch unglaublich. Stieber. Gentner. Ginchek. Das war ein Foul. Wir kriegen den Freistoß. Maxim, 85. Minute. Alter. Komm schon, Maxim. Ja! Auf Maxim ist weiterhin Verlass, was die Freistöße angeht. Alter. Jetzt unbedingt alles verteidigen. Alles auf Abwehrriegel. Einfach verteidigen. So, wenn wir schon nicht hier allgemein verteidigen können, dann vielleicht wenigstens, wenn wir zu zehnt im Abwehr in der Verteidigung stehen. So. Okay, Ginchek grätscht dazwischen. Alter. 90. Minute. Zumindest gleich. Jetzt ist die 90. Minute, 2 Minuten Nachspielzeit. Oh Gott. Okay, Ball kommt hoch rein. Stieber, Rüdiger. Okay. Gibt den Freistoß für uns. Wir lassen uns jetzt Zeit. Wir ziehen jetzt das Spiel von denen auf. Wir ziehen jetzt das Spiel von denen auf. So, wir ziehen jetzt das Spiel von den Computern auf. Warum? Wie? Hä? Egal, wir sind. Wir haben es durch, Alter. Alter. Ich weiß momentan echt nicht mehr, was ich an FIFA finde. Irgendwie habe ich. Wenn er. Ich frage mich manchmal echt, warum ich dieses Spiel noch spiele. Weil, keine Ahnung. Jetzt ist einfach 8 Wochen Küchner, Alter. Gerade neu gekauft und direkt verletzt. Ja, hier, wir verunsichern hier mal Celtic. Ich weiß echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist dieses Spiel ist echt diabolisch. Es will einen einfach dazu bringen, dass man keine Ahnung was macht. So wie das den Computer bevorzugt. Ich bin sogar fast am Überlegen, dass wir eine Online-Season leer starten. Ja. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen.
Und sage damit einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.